So. Wow. 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 Ach, so stehe ich einfach gerne am Morgen auf. Damit heiße ich euch herzlich willkommen zu Far Cry Primal. Diego, darf ich dich nicht reiten? Na dann nicht. Wahrscheinlich nicht hier drin. Also, was machen wir in der Folge? Wir sammeln. Wir sammeln, um noch den Splitter hier zu kriegen am besten, um noch das ein oder andere freizuschalten, was wir noch nicht haben. Wir suchen noch Jaguarfell nach Möglichkeit, denn ich will voll ausgerüstet. Oh, wunderschön. Ich will voll ausgerüstet zu den Sonnenläufern latschen. Kann ich dich nicht mehr reiten oder was ist los? Ah doch, geht noch. Tja, und ich dachte, ich sammle jetzt noch ein bisschen. Ich gucke noch ein bisschen, ob ich irgendwie noch an Rohstoffe komme, noch ein paar Leute befreien. Solche Dinge halt. Damit wir top vorbereitet, aber wirklich top vorbereitet, die Sonnenläufer angreifen und hoffentlich auch töten. Ich will gar nicht wissen, was sich da angreift. Ich bin noch auf der Suche nach einem seltenen Jaguar. Dafür durchqueren wir die Eiskälte. Komm. Ja. Den musst du jetzt noch selber jagen, Venger. Die gehen teilweise mit ein bisschen wenig Mann auf die Jagd. Finde ich sehr gefährlich. Ich würde die Leute ja eigentlich lieber ausbilden, immer mit genug Leuten. Was? Ja, da kann ich leider auch nichts tun. Ah, das ist ein Vogel. Hier oben haben wir gelbe Blätter. Vielleicht komme ich noch an Seltenes ran. Wie komme ich hier hoch? Ah, außenrum. Tja, sammeln. Ist langweilig. Verstehe ich. Ich werde aber nachher noch ein paar Sachen befreien, Leute befreien, in der Hoffnung, dass ich da noch mehr Leute kriege für meine... Yes, jetzt habe ich eins. Also einfach insgesamt mehr Leute kriege. Blut von Auras. Wo komme ich am Blut von Auras? Oh, ich sehe gerade, dass Urki in unser Dorf gekommen ist. Wurde aber auch Zeit. Also, dann machen wir... Dann ist es doch nicht nur eine Sammelfolge. Das ist schön. Ich probiere noch einen seltenen... den hier zu fangen. Wo willst du hin? Was glaubst du, wo du hingehst? Was glaubst du, wo du hingehst, Junge? Vielleicht hast du gerade das, was ich brauche. Moment. Jetzt habe ich ein Durcheinander gekriegt. Wo ist er hin? Boah. Komm zurück. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Das ist, glaube ich, der Falsche. Dieser Elenden. Das ist nicht der, den ich will. Komm her. Tötet ihn, rennt nicht weg. Fleisch und normales Fell. Schade, teilweise kriegt man auch Seltenes. Teilweise kriegt man wirklich Seltenes. Auch wenn es kein seltener ist. Normalerweise sollte man schon den jagen. Oh. Mama-Pfad. Teich. Okay. Komm. Einfach noch kurz einen ganz kleinen seltenen. Ich muss einfach irgendwo, ne? Was meint ihr? Kriegen wir noch hin?
wird auch schwierig sein, einen wirklich zu ergattern. Vor allem ihn dann auch noch zu töten. Also gut, wir helfen den Venger da hinten noch und dann gehen wir zu Urki. Weil die Blätter habe ich. Ich muss nachher nur noch gucken, dass ich an das Blut von Auros komme. Keine Ahnung, wie ich da rankomme. So, jetzt bist du tot. So. Stirb! So. Blut von Auros. Das letzte Mal habe ich Blut von Auros aber irgendwo hier unten gesammelt. Wo war das bloß schon wieder? Naja, gut. Hängen wir vielleicht noch hinten dran. Zuerst mal zu Urki. Der ist endlich in unser Lager gekommen. Hat ja nur einen Speer in seinen Bauch gebraucht. Ein Tatzenhieb. Tatzen? Doch, kommt hin. Von einem Bären. Er ist von der Klippe gestürzt, weil er fliegen wollte. Und dann, erst dann, nach all diesen Dingen, hat er sich entschieden, zu uns zu kommen. Und wo hat er jetzt sein Lager aufgebaut? Ah, hier. Also doch recht in der Nähe. Bude Crawler, ja, Junge, wie geht's dir? Darsch. Urki Palhu, Queenjo White, Urki Chamana, Dam Shadaha, Manta Quabrashtar, Urki Winja Quayauga, Samapai Chadafmas, hä? Sehr gerne, also was brauchst du, um aufzubauen und wo baust du hier eigentlich auf? Also wie jetzt? Moment mal. Also wir haben alles aufgebaut. Ich penne mal ganz kurz ein Täckchen. Vielleicht hat er dann was für uns. Oh, Moment noch. Da war ich schon lange nicht mehr drin. Udam, Isila, Bestien, eins fehlt noch, freigeschaltete Waffen, gejagt und gezähmte Tiere. Was, mir fehlt noch ein Tier? Kann ich mir fast nicht vorstellen, ich habe doch fast alles, dachte ich. Wir haben das meiste entdeckt, das meiste eingenommen, das eine Leuchtfeuer fehlt noch, aber das ist eben in dem Gebiet, wo ich noch nicht hin möchte. Das hat billigen Sinn. Das habe ich ja in der letzten Folge gesagt. Da will ich noch nicht hin. Das kommt noch. So, lassen wir den Tag hereinbrechen. Und die Morgenstunde beginnt. Ja, wenn ich immer müde, wenn ich aufstehe. Ja, gut, also, Urki. Mein ulkiger Freund. Kann ich dir noch irgendwie helfen, das aufzubauen? Smart Kakaboo, the Koala! Hier hat was geblitzt. Warum geht das nicht? Naja, gut, also wahrscheinlich macht er es selber. Schade, ich hätte ihm gerne geholfen. Ich hätte ihm so gerne geholfen. Wir graden irgendwas ab. Ich habe keine Ahnung, was ich abgegradet habe, aber Punkte kriege ich ja ohnehin nicht mehr so wahnsinnig viele. Blut von Auros brauche ich noch. Dann können wir diesen Tobsuchtssplitter machen. Weil die Lager, also das oder die Lager von den Isila, also von den Sonnenläufern, will ich eigentlich nach Möglichkeit... habe ich gerade den Faden verloren. Nach Möglichkeit will ich das schleichend einnehmen.
Ja, Blut von Auras. Wo zur Hölle? Wo ist es? Wo ist das? Wo könnte das bloß sein? Wo könnte das Blut von Auras sein? Vielleicht ist es auch einfach, wenn ich Leute töte und es dann von den Leuten wegnehme. Könnte sein. Könnte sein. Hier haben wir noch einen Dachs. Ach, wir machen so eine Dorfmission hier. Das hier ist einfach nur ein bisschen sammeln, ein bisschen upgraden und ein bisschen töten. Okay, Moment. Vielleicht kriegen wir hier noch Loot von Auras raus. Blaublatt. Ist fast voll. Drüben haben wir noch was, da wird jemand angegriffen. Das, oh, machen wir natürlich ganz, ganz schnell. So. Hast du Blut von Auras dabei? Ah, natürlich, ich weiß, wie ich es nachgucken kann. Beuteltasche. Vorkommen. Es besteht eine geringe Chance, ihn beim Sammeln von Nordschwarzsteinen zu finden. Nutzung, verbessert Waffen und... Oh Gott. Nordschwarzstein. Und Nordschwarzstein ist natürlich ganz weit oben im Norden. Wie schön. Bedeutet also, wir reisen nochmal in den Norden. Wir können dann vielleicht bei Gelegenheit den Jaguar noch ergattern. Vielleicht. Etwas will ich noch ganz schnell nachgucken. Hat Urk jetzt was für uns? Nein. Schade. ...220. Das sind mega viele Leute, die wir ja... die wir hier haben. 220. Ich glaube, die Limit ist 300. Das würde mir noch 80 Leute fehlen. Das sind nicht wirklich viele. Aber ist auch nicht gerade wenig. Steht eine geringe Chance, es zu finden. Eine geringe Chance. Was sind denn das für Abdrücke? Stein. Blut von Auras ist schon das erste, das ich aufgemacht habe. Aber das reicht noch nicht, ne? Ich brauche mehr. Eins noch. Eins noch. Also das ist hier unten. Unten. Kein Blut von Auras. Aber das ist nicht weiter tragisch. Ganz ruhig, meine rüstlichen Freunde. Ganz ruhig. Wir finden das Blut noch. Geringe Chance. Scheint eine sehr geringe Chance zu sein. Hier waren wir schon. Utsch. Lebst du noch? Ja, der ist aus Stein. Mein Diego ist aus Stein. Ich gucke immer mal im Jägerblick, ob wir vielleicht noch einen Jaguar finden. Oh. Nein, ist ein Vogel. Blöder Vogel. Aber da oben habe ich was gehört. Ich habe was gehört. Was für ein Sprung. Uiuiui. Hat was nicht, da was, irgendwas war da nicht korrekt. So, Jaguar. Das
So. Leopard meine ich, Jaguar, Leopard. Ich wieder mit meinen Jaguar. Ich fahre hier gerade ein Jaguar, so sieht's aus. Diego ist ein Jaguar, so schnell wie der unterwegs ist. Moment. Da habe ich doch was gehört. Vielleicht habe ich Glück. Nein. Ach, sammeln. Nicht so spannend im Spiel hier. Aber muss auch noch sein. Das meiste konnte ich ja glücklicherweise. Konnte ich glücklicherweise ja während den Missionen machen. Indem dass ich es einfach beim beim Vorbeigehen mitgenommen habe. Welcher Speer fliegt besser? Deiner oder meiner? Hat sie... doch noch erwischt. Mühsam. Komm, Blut von Auros. Blut von Auros. Ich hab's noch nicht. Ich hab das Blut von Auros noch nicht. Gib mir Blut von Auros. Komm, irgendwo hier muss doch noch Blut von Auros sein. Da ist noch ein Steinchen. Das, also beim ersten haben wir einfach eins rausgezogen und jetzt tut es sich so schwer. Das ist nicht gut. Und macht keinen Mut. Denn es gibt keinen guten Loot. Wir rennen hier einfach wild umher. Jetzt habe ich die Sau gemacht. Scheiße, scheiße, scheiße. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Boah, die verfolgen mich einfach. So, denn der Stein da unten, das ist jetzt... Wir lassen die Würfel rollen. Das ist er jetzt. Das ist jetzt Blut von Auros. Hier, du bist es, der auserkorene Stein. Sapalut nochmal. Das ist auch selten, das Zeugs. Hätte ich besser was anderes damit abgegradet. So, hier. Jawohl, endlich! Hurra! Und wenn ich das jetzt herstellen will... Feuerstein und Nordgelbblatt. Also eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel. Jetzt bräuchte ich nur noch mehr davon. Davon brauche ich Dachsfelle. Das mit dem Jaguar, da kommen wir nicht ran. Das ist unbedeutend. Wir schnappen uns noch ganz schnell einen Dachs. Ganz schnell einen Dachs. Einfach nur noch ganz schnell einen Dachs. Soll ich es nochmal sagen? Wir schnappen uns ganz schnell einen Dachs. Wohl haben wir hier drüben nicht auch noch einen Dachs? Nein, der komplette Dachsbestand lebt dort. Die haben sich gesammelt. Alle Dachse fanden so, wir gehen jetzt dahin und leben dort. So, Diego. Wir jagen die kleinsten und gefährlichsten Lebewesen, die es hier in Auros gibt. Einen Dachs. Vor dem müsst ihr nicht so Angst haben, sondern vor mir.
Also, hier sollten Dachse leben. Hier leben auch Wölfe. Was war das da unten? Kein Dachs. Ich habe Dachs noch nie in der Nacht gesehen. Aus diesem Grund schlafen wir mal. Bis Tag. Wir schlafen bis Tag. Gut. Oh, oh, das sieht so schön aus. Ja, das Gerne ist einfach vorprogrammiert. Ja. Wenn wir hier aufstehen. So. Dachse, 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 Dachse. Die kämpfen gegeneinander. Oder paaren sich demnächst. Moment. Oh. Ein Dachs. Mein Dachs. Mein Fell. Meine Splitter. Affenfell? Ich weiß, wo es Affen gibt. Ich weiß, wo es Affen gibt. Ich weiß. Warte mal, Urki war doch hier, ne? Ja. Da gab es auch Affen. Und zwar viele Affen. Wenn ich schon weiß, wie ich leicht rankomme, machen wir es gleich noch. Ich bin ja ohnehin am Sammeln und die meisten haben schon ausgemacht, weil sie das langweilig finden. Wenn da nicht irgendwie noch was mit Story passiert, ist es langweilig. Nur die Stimme von mir zu hören, das passt den meisten gar nicht. Jetzt werden einige sagen, na, das stimmt gar nicht, ich finde das cool. An dieser Stelle dann Dankeschön dafür. So, also, hier hat es viele Affen. Und zwar... Bin ich überhaupt richtig? Doch, das ist seine ehemalige Hütte. Die war hier. Aber die Affen sind nicht hier. Die fehlen gerade irgendwie. Warum habe ich die Affen damals nicht getötet? Autsch. Also gut. Ah, Affenpopulation ist gerade in der Nähe. Oh. Oh, ich wollte es eigentlich noch mitnehmen. Und nicht die Nase daran brechen. Scheiße. Zu spät abgestiegen. Oh, tut mir leid. Es tut mir leid. Scheiße. Also die Affen leben hier, hä? Das heißt, wir müssen... Da sind gar keine Affen da. Also das da ist ein Affe. Und das da hinten auch noch. Schnapp dir den. Wo liegt hier? Hier. Ja, einmal Affe. Und nochmal Affe. Eins. Säbelzahntigerfell. Eins bräuchte ich dafür noch. Ach komm jetzt. Gibt's ja nicht. Holen wir uns natürlich Flotti Parotti. Aber da muss ich wieder hochklettern. So, aber gut. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und wer nicht tut, der so oder so nicht gewinnt. Und wer es nicht probiert, hat schon von Anfang an verkackt. Probieren geht über Studieren, jagen geht über Denken und irgendwas anderes Blödes fällt mir nicht mehr ein. So. Hier oben sollte es böse Kreaturen geben. Und zwar... Oh, das ist ein Löwe. Löwe suche ich nicht. Lass mich in Ruhe, Löwe.
Ja gut, dann steche ich dich halt ab. Deine Entscheidung. Du kannst dich schon noch. Du kannst noch mal kommen, aber ich töte dich. So, also. Einen Säbelzahntiger noch. Doch, hier sind wir eigentlich richtig. Wir müssen natürlich nur noch einen finden. Ich würde sagen, die sind noch ein bisschen weiter oben. Ging ja schnell. Und zack. Perfekt. So, mehr brauchen wir nicht. Ich würde mal sagen, wir reisen hier hin. Beziehungsweise wir reisen hier hin. Und in der nächsten Folge geht's dann ab zu den Sonnenläufern. Dann werden wir denen noch Feuer unter dem Arsch machen. Aber eben. Das dann ausgeruht. Ich freue mich drauf auf die nächste Folge von Far Cry Primal. Bis dann.